We are the droids you're looking for. Dungeon Hunter 3, Asphalt 6, Let's Golf, das sind alles tolle Spiele für Smartphones und die haben eins gemeinsam, die kommen alle von Publisher Gameloft und ich bin jetzt hier mit Gregory von Gameloft. Danke, dass wir da uns getroffen haben und ja, ihr habt uns vorhin ein paar Infos gegeben darüber, was Gameloft 2012 so vorhat und das, was mir jetzt am interessantesten erschien, ist, dass ihr quasi gaming-wise 4 Modelle künftig bedient. Erzähl uns das einfach nochmal, was kommt da von Gameloft? Ja, also wir haben geplant, dass wir 2012 unsere Spiele wirklich in 4 Kategorien einteilen werden, wenn man so will. Es geht im Endeffekt darum, dass wir den Leuten klar machen wollen, dass wir bestimmte Zielgruppen damit ansprechen. Das heißt, die erste Kategorie sind die Casual-Spiele zum kleinen Preis, also für höchstwahrscheinlich 79 Cent bei den meisten Titeln. Dann die Casual-Titel, die umsonst sein werden, also im Freemium-Modell. Dann Freemium-Titel, die sich eher an ein Gamer-Publikum richten. Und zu guter Letzt die klassischen Vollpreistitel, sage ich mal, die sich wirklich dann auch an die Core-Fans von Gameloft richten. Also so zum Beispiel, wie es im letzten Jahr Modern Combat 3 getan hat. Okay, das letzte Modell nennt ihr ab jetzt Paymium. Das ist quasi ein neuer Name für die Premium-Titel und der beinhaltet ja aber auch eine Neuerung. Also da kommt zu dem Premium-Faktor, also zu dem Spiel, das ihr dann für 5,49 kauft, kommt was hinzu. Ich nenne das mal DLC. Das sind quasi In-App-Purchases. Ja, das ist richtig. Also Paymium nennen wir jetzt quasi unsere Premium-Apps, die aber eben noch eine Option bieten, Sachen dazu zu kaufen, wie du es gerade gesagt hast. Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, dass es zum Beispiel bei Modern Combat 3 sind das Map-Packs, also zusätzliche Maps, die du im Multiplayer spielen kannst. Es ist wirklich so, dass es nicht Dinge sind, wo du im Spielfluss beeinträchtigt wirst, sondern es sind wirklich optionale zusätzliche Geschichten, die du dir kaufen kannst, wenn du da Bock drauf hast als Spieler, dann bieten wir dir die Möglichkeit. Okay, das ist nämlich wichtig, das musste ich auch erstmal verstehen. Ihr alle kennt vielleicht das Freemium-Prinzip, das hat Gameloft zuletzt zum Beispiel bei Let's Golf 3 oder jetzt auch gerade mit Real Football 2012, ich habe heute Morgen mich da noch ein bisschen drüber geärgert in dem Artikel, gemacht. Da ist es ja so, da hat man jetzt ein Spiel und da gibt es dann quasi die Notwendigkeit, zum Beispiel nur eine Partie spielen zu können oder nur, weiß ich nicht, 10 Löcher in einem Golfspiel und danach muss man dann warten, bis sich die Kondition oder wie das dann genannt wird, wieder aufgeladen hat. Es sei denn, man beschleunigt das durch einen In-App-Kauf. Und das wäre quasi das Freemium-Modell. Der Unterschied zu diesem Paymium-Modell ist, ist sowas nicht. Das heißt, das Paymium-Modell ist ein vollwertiges Spiel, das habt ihr. Und der In-App-Purchase ist dann wirklich nur exklusiver Zusatzcontent, vergleichbar eben, deswegen nannte ich es gerade auch so, mit DLC, den ihr auf der PlayStation oder Xbox oder auf dem PC eben habt. Also bei Premium bleibt Premium plus DLC und das ist dann Paymium, ne? Ganz genau, so ist okay. Es. Okay. Stichwort, ich habe es gerade schon gesagt, Let's Golf 3, da gab es ja damals viel Kritik, ich glaube auch von mir, dass das eben ein seltsames Prinzip war, dass man diese Konditionsfaktoren hatte, man durfte dann nur 5 Löcher am Tag spielen. Da habt ihr aber selber auch gesehen, das war ein Versuch quasi von euch das erstmal und da passierte dann auch was. Ja, ne? Also wir sagen ganz klar, diese Freemium-Geschichte, die ist immer noch relativ neu für uns, auch wenn wir jetzt mittlerweile schon ein paar Titel auf dem Markt haben, aber es ist immer noch ein progressiver Lernprozess wirklich für uns. Das heißt, wir schauen uns das an, wir releasen die Spiele natürlich mit der Überzeugung, dass es ein gutes Spielprinzip ist. Das sind sie ja auch alle durch die Bank, auf jeden Fall. Klar. Aber wenn dann eben dieses Feedback kommt von den Leuten und von den Kunden vor allem, dann sind wir auch sehr schnell dabei zu reagieren und das anzupassen. Das war zum Beispiel bei Let's Golf 3 so. Da kam wenige Wochen nach dem Launch, da warst du nicht der Einzige, der sich darüber geärgert hat. Ja? Und da kam dann relativ schnell ein Update, wodurch du dann eben mehr von diesen Energiepunkten in kürzerer Zeit gekriegt hast. Ne? So versuchen wir eben aus unseren Fehlern zu lernen, ganz klar. Und das schnell und präzise anzupassen, damit die Leute happy sind. Okay. Also da muss natürlich auch bei so Relikten aus den 90er, Gamer-Relikten aus den 90er Jahren wie mir wahrscheinlich ein Umdenken langsam stattfinden. Wir sind es halt gewohnt gewesen damals. Auf dem PC, wir kaufen mal ein Spiel für 60 Euro und dann ist das halt fertig und dann können wir das durchspielen bis zum Schluss. Das ändert sich eben. Das hat natürlich aber auch den Vorteil, dass wir so ein hochwertiges Spiel wie Let's Golf 3 bekommen. Und dann können wir 1-2 Partien am Tag spielen und dann geht es eben erst am nächsten Tag weiter, es sei denn, wir kaufen In-App und kaufen uns dann auch noch, weiß ich nicht, neue Golfschläger oder sowas dazu. Das kann ja auch einen Vorteil haben. Vielleicht will ich ja auch nicht 5 Stunden am Tag Let's Golf spielen und so werde ich quasi gesteuert, dass ich immer nur ein bisschen am Tag spiele, um mich auf wichtige Arbeitsdinge konzentrieren kann. Also ich denke, da ist es tatsächlich so, da werden wahrscheinlich die Publisher als auch die Gamer sich dran gewöhnen müssen und da wird man sich dann auch gut dran gewöhnen und dann
Gaming verändert sich, ist ja auch alles ein dynamischer Prozess. Also es ist wirklich, es ist ein Trend, diese ganze Free-to-Play-Geschichte, die sich in den letzten Jahren vom PC kommend her durchgesetzt hat. Man sieht immer mehr große Marken, die daraufhin umschwenken. Und vor allem jetzt im letzten Jahr hat man deutlich gesehen, dass das auf iOS und auf Android doch was ausmacht, also an den Gesamtumsätzen. Und von daher, auch wenn es den Core-Spielern, vielen von denen nicht wirklich gefällt, aber für die haben wir ja dann eben, wie gesagt, unsere Premium-Apps weiterhin, beziehungsweise Premium. Also die werden mit anderen Titeln, die eher ihrem Gusto entsprechen, bedient nach wie vor. Genau, also da gibt es, glaube ich, für jeden was. Das ist auch was, was ihr gesagt hattet. Ihr geht quasi jetzt auch ein bisschen, ich sag mal, in die Breite. Das heißt, es sollen jetzt auch nicht mehr nur die Hardcore-Gamer angesprochen werden, weil auch nicht nur die Hardcore-Gamer sind, die Smartphones und Tablets haben, sondern eben auch Casual-Gamer. Was hattest du noch für ein Beispiel? Ach so, ja, auch Frauen ist ja auch ein weites Feld der Spielerinnen, ne? Definitiv, ja. Und dieses Aufsplitten wird sich auch auf den Social Networks zeigen. Ja, jetzt das Mikro. Ja, also es ist so, dass wir natürlich beobachten, dass durch Weihnachten jetzt zum Beispiel als ein bestimmtes Beispiel viele neue Leute die Devices zu Hause kriegen und dementsprechend kommen natürlich auch viele neue potenzielle Kunden, die aber in der Mehrheit keine Hardcore-Gamer sind. Ne? Das sind Freizeitspieler, die mal irgendwie Farmville ganz toll finden und so weiter. Und da müssen wir natürlich als Firma versuchen, die Zielgruppe hin auszuweiten. Dementsprechend wird es durchaus dieses Jahr auch Titel geben, die jetzt nicht an unsere bisherige Hauptzielgruppe gerichtet sind, sondern eben neue Leute ansprechen. Das heißt Casual-Spieler, das heißt weibliche Spieler, Spielerinnen. Und so wird sich das eben aufteilen. Aber im Endeffekt, wir sind davon überzeugt, dass wir für dieses Jahr ein schönes Line-Up in unseren Köpfen haben, worüber ich leider noch nicht im Detail sprechen kann, aber das wird noch kommen. Aber wo mehr oder weniger alle glücklich mit sein werden. Für jeden was dabei und Gameloft ist ja aus meiner Sicht wirklich jetzt ohne Werbung zu machen, nämlich einschleimen zu machen, bekannt für hochwertige Titel. Ich freue mich darauf, was da kommt. Stichwort noch quasi Vertrieb der Spiele, gerade fürs Android-System. Ihr hattet lange Zeit die Spiele nur im eigenen Gameloft-Store, dann sind sie jetzt auch in Android-Market gekommen. Können wir davon ausgehen, dass künftig alles, was Gameloft rausbringt, auch im Android-Market vorhanden sein wird? Ja, könnt ihr. Also es ist so, dass sich die Situation im Android-Market für uns persönlich verbessert hat. Da waren bestimmte Dinge, die uns nicht damals gefallen haben. Das hat sich alles verbessert mit der Zeit und von daher alles, was wir rausbringen, kommt auch in den Android-Market und parallel dazu in unseren eigenen Shop auch. Genau, der bietet wiederum nämlich auch den Vorteil, dass man da auch mit anderen Zahlungsmöglichkeiten als nur mit Kreditkarte zahlen soll. Viele von euch haben ja das Problem, Android-Market keine Kreditkarte und dann geht da nicht viel, weil PayPal und Provider-Abrechnungen immer noch nicht flächendeckend im Market verfügbar sind. Das heißt, da hat man dann die Möglichkeit, auch im Gameloft-Shop das zu kaufen, das Spiel, was eigentlich eine gute Sache ist. Und die Probleme, die es da mal vor ein, zwei Jahren gab, es einfach so, wir hatten da ein paar Leserkommentare, dass da eine App nicht funktioniert hat oder sowas. Da wurde ja vom Kundenservice immer geholfen und mittlerweile flutscht das aber auch bei euch, ne? Ja, also ich meine, es kommt immer mal irgendwas dazwischen, aber das ist wie überall anders auch. Also das sind sehr geringe Prozentzahlen und dafür haben wir einen riesen Kundensupport. Die melden sich sehr schnell im Normalfall. Wir haben auch eine Kundenhotline in Deutschland, wo die Leute anrufen können, wenn sie lieber mit jemandem persönlich reden wollen. Also das läuft alles ganz gut soweit. Letzter Punkt, bevor wir dann zum Ende kommen, ist, ihr habt gerade released die Gameloft Live App. Das ist quasi sowas wie, ich vergleiche jetzt einfach mit Xbox Live oder dem PS Network, quasi so eine Social Gaming App, die jetzt auch als einzelne App eben zur Verfügung steht. Können wir davon ausgehen, dass alles, was Gameloft demnächst an Spielen rausbringen wird, quasi auch Gameloft Live Integration haben wird? Ja, wird es haben. Also es ist jetzt schon so, dass die meisten unserer Spiele diese Integration im Spiel selber haben. Das Neue ist jetzt einfach, dass es eine eigenständige App für diese Gameloft Live-Sache gibt. Das heißt, die Leute können sich das runterladen und außerhalb des Spiels mit den Freunden chatten, zum Beispiel Nachrichten schicken, die Erfolge vergleichen, die man in den Spielen freigeschaltet hat. Also wir haben mittlerweile über 7 Millionen registrierte Mitglieder in Gameloft Live. Das ist schon ganz ordentlich, finden wir. Und wir haben viele schöne Pläne noch für Gameloft Live für die Zukunft und das wird progressiv auch ausgebaut. Ich bin da sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid das auch. Also was Gameloft im Gaming-Bereich dann auch machen kann, wird auf jeden Fall eine gute Sache, denke ich, dieses Jahr. Gregory, vielen Dank. Danke. Bis die Tage, alles Gute. Wir sehen uns. Dankeschön. Tschüss. www.androidnext.de